Wir sind zurück bei Need for Speed The Run. Ich bin El Poncho von Angelspiel TV und wir machen jetzt einfach mal ganz locker weiter. Niki und Mila stammen aus sehr unterschiedlichen Welten. Nachdem sie ihre Mutter verloren hatte, verbrachte Niki die meiste Zeit in der Garage, in der ihr Vater arbeitete. Als Mechanikerin für Milas wohlhabende Familie. Sie und Mila nehmen an The Run teil, um zusammen eine luxuriöse Zeit zu genießen. Rivalenrennen. Ab und zu triffst du auf Rivalen, die fortgeschrittener und aggressiver fahren. Besiege den Rivalen bis ins Ziel, um zu gewinnen. Gewinnst du gegen bestimmte Rivalen, erhältst du außerdem den Schlüssel zu ihren Wagen. Ja, das gefällt mir. Ja, wie ihr sehen konntet, war unser lieber Jack von Halluzination geplagt, als er diese aufreizenden Damen gesehen hat. Aber so ist das nun mal, ne? Mann ist halt ein Mann. Und Mann in The Run ist nicht anders. Das hat sich jetzt gereimt. Wir fahren oben her. Vielleicht bringt das ja was. Ne, außer Airtime bringt er. Puh. Außer Crash und Airtime brachte das jetzt nichts. Ah, toll. Jetzt habe ich mich auch blenden lassen. Von der Sonne. Natürlich. Das ist ja ganz mies. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt. Ist das eine Abkürzung? Ja. Sind die da auch hergefahren? Boah. Wow. Ja, anscheinend nicht. Aber die hat es ja überhaupt nicht gebracht. Ja, der 150. Ja, schön. Hm. Ach, jetzt sind auch noch andere mit dabei. Oh Gott. Ah ne, das waren die doch gerade. Ja, dann komm. Super. Da oben fährt die Metro, ja. Die Schwebebahn. Ja, Metro ist ja was anderes als Schwebebahn. Um genau zu sein. Ja, ich bin ja schon so gut wie 250, da ich beeil mich doch schon. Ich hole doch schon alles aus der Kiste hier raus. So ziemlich alles. Und die Polizei ist wieder da. Ah, seht ihr, wie schlecht die Fahrerfigur ist? Das war jetzt vielleicht gar nicht so doof. Da gebremst zu haben. Ich nenne es mal Bremsen. So, das war jetzt aber mal eine Abkürzung. Klein, aber fein. So muss das sein. Und hoffentlich fahre ich nirgendwo rein. Irgendwie hatte der gerade schwarze Zähne. Genau, wir werden gerade erst warm. 1075 XP. 80 XP. Niki Blake, SIG Edition 370Z erhalten. Gefällt mir aber nicht der Wagen.
Die Interstate 15 liegt hinter uns. Wir haben jetzt den Las Vegas Boulevard vor uns. Jetzt haben wir schon 10 Resets. Das hier ist die dritte Etappe. Bis New York liegt noch ein weiter Weg vor uns. Würde ich mal sagen. Oh, unser erstes Nachtrennen. Ist natürlich auch interessant. Das sieht ja natürlich jetzt richtig cool aus. So, an dem hier vorbei. Was immer das jetzt auch für ein Auto war. Gerade so noch genommen. Aber es scheint mir eine Abkürzung zu sein. Ja, da ist eine Tankstelle. Ich will das andere... ja, dann nicht. Gut. Nehmen wir halt keine Tankstelle. Ja, ich halte noch lange durch. Lass ja aber mal gewiss sein. Das ist ja jetzt super, dass wir jetzt... Aber jetzt erstmal weg von den Polizisten. Oh, das ist natürlich auch gefährlich. Jetzt haben wir schon mal zu den... Oh, das war cool. Kommt denn hier die nächste Tankstelle? Wir tanken. Und ein Auto wechseln. Ich bin gecrashed, ich wollte den doch weghauen jetzt. In anderen Worten, den dürfen wir nicht berühren. Das ist ja super. Muss einem auch gesagt werden. Nicht nett, nicht nett. Aber es wird die Polizei langsam aggressiver. Gefällt mir. Oh, wir haben die... Oh, wir sind der Straßensperre ausgewichen anscheinend. Ja, ist ja gut, brüll nicht so rum. Der ist aber auch aggressiv. Ui, das ist aber... Klar, ne, wir fahren nicht wie eine Maschine, wir sind eine Maschine. Buja. Platz 50 für Chicago. Oder bis Chicago. 795 XP. 80 XP. Und weiter geht's. North Shore Road. Da müssen wir jetzt drauf. Hoffentlich gibt's da Tankstellen. Hoffen wir's. Ja, die Ladezeiten sind relativ kurz für ein Spiel, finde ich. Also da kann man nicht drüber meckern. Verschwinden aus Las Vegas, 2 Kilometer. Uiuiuiui. Jo, genau. Cop Takedown, weil ich habe nichts gemacht, aber gerne. Ja, klar komme ich angerast. Alle Worten. Wir sind festgenommen worden. Okay. Du, die wollte gerade wegfahren. Ich laufe von der Polizei gemacht. Dann spule mal zurück. Was für ein Straßenrennen? Ich fahre ja alleine. Im Gegenverkehr. Ja, da kam er. Ja, du bist auch ein ganz schlauer. Aber nicht so schlau wie wir. Boah. Ja, wir machen jetzt gleich sowas von Druck, ey, das glaubst du gar nicht. Ich will doch nur fliehen, ja? Oh, was ist jetzt los? Erwischt. Warum? Warum erwischt? Oh, das scheint wohl unser nächstes Quicktime-Event zu sein. Oder zu werden. Mist. Ich
Das ist doch jetzt wie geschafft für ein Quicktime-Event, oder nicht? So, ja, genau. Wir müssen jetzt entkommen. Das hätte schon mal geklappt. Und jetzt voll ein Druff. Das haben wir jetzt nicht geschafft, aber... Doch, jetzt müssen wir laufen. Lauf, Jack, lauf. Lauf. Ja, das war gut. Weiter, weiter, weiter. Und immer schön Spaß in den Backen. Nein, die haben uns erwischt. Ich habe doch schnell genug gedrückt. Ich nehme alles zurück, dass es leichter ist. Einfach ist. Ja, das hätten wir wieder geschafft. Jetzt gleich wieder wird die Leertaste bis zum Anschlag gedrückt. Ja, das klappt doch besser. Bumm. In your face. Mann. Oh, jetzt auch noch der Köter. Ich mag ja eigentlich Hunde, aber nicht, wenn sie mich angreifen. Oh, das wird jetzt natürlich haarig. Bam, offen. Ja, genau. Da steht natürlich auch ein Stuhl. Wenn man einen Stuhl braucht, dann ist er da. Neue Map. iPhone Vegas. Cool. Nette Idee, muss ich schon sagen. Nein, nicht geschafft. Ach, hinüber. Ja, so schnell kann ich auch nicht reagieren. So, jetzt aber. Hinüber. Oh. Kerl, du Kiste, bremst doch. So, jetzt runterher. Ach, geschafft. Wir sind entkommen. 500 XP. Und der hält natürlich vorschriftsmäßig an und wir rennen da unten. Polizei ist nicht gut auf uns zu sprechen, würde ich sagen. 900 XP. 180 XP. Ach, dafür hatten wir 10 übrig. Okay. Ja, setzen wir mal fort. Das war jetzt schon ganz interessant. North Shore Road. Immer noch.